Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Wir machen heute in der Story weiter. Bleib gefälligst stehen, Mann. Mein Gott, was ist mit dir los? Ja, in der letzten Folge. In den letzten Folgen haben wir die ganzen Agentengeschichten, ja, die ganzen Agentenaufträge, Agentengeschichten erledigt, ne? Die letzte war die von Grace, ne? Und wir haben jetzt nichts mehr zu tun, außer die Hauptstory, deswegen machen wir heute damit weiter. Aber bevor wir uns darum kümmern, würde ich sagen, gucken wir uns hier ein paar Cutscenes an. So, letztens habe ich irgendwie die Katze irgendwie freigeschaltet. Wow, ist gar nichts bekommen. Aber ja. 22. Ach, das ist die Größe, genau. Und ja, ich habe offscreen ein paar Sachen freigeschaltet, und zwar ein paar Cutscenes. Ich habe drei Cutscenes freigeschaltet, und zwar einmal, wie komme ich darüber? Hallo? Wie komme ich denn jetzt darüber? Das hat gar nicht funktioniert. So, und zwar, ich bin in die Höhle gegangen mit Anbi in der Vorhut und habe diese Cutscene freigeschaltet. Guck mal an, worum es da ging. So, da haben wir mal zurückgeschrieben. Und da waren ein paar Banditen. Ich weiß nicht mehr, ob wir gegen die gekämpft haben oder so. Aber da war jedenfalls eine Cutscene in der Höhle 0. Ein bisschen private Aufträge an. Warum ist denn der so ängstlich? Du meinst für gute Bewertung? Deshalb hat Nicole gesagt, dass sich der Ruf der Cunningers verbessert hat. Ich weiß nicht, wann die gesagt hat, aber anscheinend schon. Die schwer bewaffneten Höhlenräuber verschwinden eilig. Anbi dreht sich zu dir um. Also, ich werde es für mich behalten. Ich habe noch mehr Dialoge irgendwann freischalte. Jetzt scheint er nämlich vorbei zu sein. Jetzt steht er überall empty, ne? Ja, empty bedeutet halt, da kommt nichts mehr, ne? So. Dann, die beiden habe ich schon lange freigeschaltet, aber ich habe die noch nicht angeschaut.
So, dann gehen wir mal hier bei Anton. Mein Bro ist etwas komisch, da habe ich die letzten Dinger noch nicht angeschaut. Genau, er hat sich mit ihm unterhalten. Dieser Presto-Flammer ist sein Bruder. Ich glaube, da kam irgendwie eine Unterhaltung vorher zwischen den beiden. Da kommt mir so bekannt vor. Seine Waifu. Was hast du über meine Frau gesagt? Was? Er meint, dass sich der Presto-Farm nicht bewegt. Der Typ rechts dreht gleich noch durch. Er kann seine Batterie nicht aufladen. Der Festo-Farmer ist mega wichtig für ihn. Bitte, du musst ihn reparieren. Wieso muss er das denn übersetzt werden? War doch kristallklar. Hast du ihn gerade gerade, er soll seinen Bruder aufgeben? Nach einer Reihe von Plinks und so tönt neu vertraute tiefe Brummen von Antons Bruder. Ich habe eine Message vom Vegas gerade bekommen. Der Borderlands-Film ist wahrscheinlich der schlechteste Film, der jemals rausgekommen ist, um es nett auszudrücken. Laut ihm oder laut was auch immer er da gelesen hat, keine Ahnung. Der Mann Reviews oder so online. Er hat einfach mit seinem Finger die Augen seines Bruders geschlossen.
いや、別にここの解説はいらねえよ。なんて礼を言ったらいいのかわからねえぜ。おっさんは兄弟の命の恩人だ。こいつは治療費だ。どうか受け取ってくれ。おいおい、こいつはモグリの業者に吹っかけられたような額だな。見積もりは出してんだ。こっちとしてはその通りに払ってもらいたいんだがな。兄弟の命に比べりゃ安いもんだ。おっさんが厄介ごとに巻き込まれたら、俺と兄弟が火の中、水の中、炎の中、どこでもすぐ駆けつけてやっからな。六分街の中ならあんたの兄弟以上の厄介事はなさそうだが、ま、気持ちは受け取っておくかね。あんたの兄弟の健康を祈ってるよ。 Okay. Mit dem verlorenen wieder erlangten verlässt Anton mit uns den Ausrüstungsladen. So. War ich irgendwie übersetzt oder so? Wenn du was weißt, warum hast du eigentlich normal mit dem Typen geredet? Jeder Spinner hat seine eigene Geschichte. その人なりの物語がある。これからもし機会があれば、ぜひ安藤さんと兄弟の話を聞かせてほしいな。お前が俺のことを理解してくれんのも、きっと何か似たようなことを見てきたからなんだろう。やっぱ俺らの出会いは運命っつうことだな。Okay. Dann habe ich sein Dings freigeschaltet. Weiß nicht, wie man da hinkommt. L2, ne.Ich weiß nicht, wie man hier hinkommt, man. So, Geld ausgezeichnet. Und ich habe sein Ding freigeschaltet. Da gucken wir uns gleich an. So, und da gucken wir uns noch Ben an, ne? Das letzte Ding von ihm. Mein Freund, der 4 Platz beansprucht, genau. Der hat sich irgendwie mit dem Typen irgendwie angelegt, der irgendwie was gegen Bern hatte.一生懸命説明したんだが、どうも裏目に出たようだ。なあ、そう怖がらないでくれ。俺は生食をしない主義なんだ。なんだと？火を通してから食べる。フォスターたち、近づくな。君がシリオンだからって、新エリートの方は黙っちゃいないんだからな。こんな具合だ。どうにか彼を近づけてくれないか。応用数学フォーラムで新しく知り合った友達がいるんだが、ここで会おうと約束したんだ。せっかく友達ができたのにこんな光景を見られたらきっと怖がらせてしまうだろう。僕に任せてくれ。なんとか彼を落ち着かせよう。君、こいつから離れた方がいいぞ。こいつの手のひら一つ取っても君の頭くらい大きいんだからな。Wuff. Greif nach Fenster. Nein, danke. Ich mach den Kopf. Hora. Da ist Job da. Oi, 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 oi. Quaretil. Morsore Quaretil. Yo. Yo, da ne mo da 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 da。よだれはどうしてもな。Wie Wein, Schlosshund? 腹が減ったからじゃないぞ。Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Schon der erste Rechtschreibfehler heute, ne? 15 Minuten, nicht wahr? 15 Minuten. 大丈夫だ。俺はもう慣れている。自分より数倍も大きいやつに出会ったら、誰だってすぐ警戒するし。恐怖を抱くものだろう。彼らのせいじゃない。でも見た目だけで友達ができないというのは悲しいことだな。幸い白銀重工のみんなも君もいつも俺のそばにいてくれる。そこのご友人、迷惑をかけて本当にすまないな。人を待っていたんだが
場所を変えるから安心してくれ。仲間を呼んでるのか。僕を脅しても無駄だぞ。こっちだってもうすぐ友達がここに来るんだ。Ich wusste es, er ist der Freund. 身長が2メートルあって、シャレたつなぎで指みたいに太い金のチェーンをジャラジャラさせてるらしいんだぞ。それはもうなかなかの悪に違いない。Bist du eigentlich? 僕を怒らせることは、すなわち僕の悪な友達を怒らせるということだ。君らは残りの人生を使って悔い改めることになるぞ。Ben, beschreibt er nicht dich gerade? Ben さん、その悪な友達とやらにそっくりだね。地元では負け知らず的な。また俺のことなのか。いや、どうだろう。確かに約束した友達には俺の今日の格好を伝えたが、そんなに大げさじゃ。ちょっと待った。身長2メートル、毛深いつなぎ姿に太い金のチェーン。あれ？もしかして君はハンドルネーム確率の試験に受かる確率さん？そういう君は二次関数を二次関数さんか？Was ist das für ein Online-Name? Er ist also ein Freund von dir. 彼がベンさんの友達だったんだね。誤解が解けてよかった。いやー、さっきまでめちゃくちゃ怖かったけど、友達だと分かったらなんだか逆に安心感を覚えてたな。僕にこんな友達がいると知ったら、きっと上司もサビザンを許容してこなくなるぞ。あ、安心感？そんなこと言ったら、やれ、nutzt dich aus。Fall darauf nicht drauf ein。Du siehst sehr verdächtig, verlässt dich aus. Das Grinsen.くれると僕は安心していられるよ。そうか、こんな見た目にもポジティブなところがあるんだな。この見た目は本当に不便なんだ。みんな怖がって距離を取ろうとするからな。時々自分がこんな風じゃなければと思うこともある。だがそれでも社長は言ってくれたんだ。俺には迫力があるとな。つまり見た目でも実力でも俺にはみんなを守れる強さがあるんだと、そう信じていたんだが。Du bist der aller, du bist der beste aller Bärentiere. Bis irgendwann ein anderer vorkommt. Ja, ne, was passiert denn dann? Aber wird wahrscheinlich nicht passieren, ne? Noch ein Bärentypen.Irgendwie kommt jetzt bald eine Frau, die ist irgendwie eine Kuh oder so, aber irgendwie auch nicht. Also wie Nekomata, die hat irgendwie so Kuh-Eigenschaften, ich weiß es nicht. Warum kann ich da nicht hin? Dann will ich. Da, boom, dann haben wir das hier. Dann schauen wir uns mal die ganzen Dinger an. So, Ben, zeig mal. Na, oh, nice.Oder Anton, mein Gott, alle haben so coole Bilder. Ja, gut. Ben, bleib du mal hier. So, bevor ich das vergesse, gucken wir uns mal das hier an, weil das schon, das läuft in ein paar Tagen ab und ich vergesse die ganze Zeit anzugucken. Was ist das? Du bist immer gift, das Spiel zu verlassen und in deinem Browser zu wechseln, um das offiziell veröffentlichten Videos anzusehen. Oh, okay, dann nein, dann machen wir das nicht so. Dann mache ich das offscreen, dann nehme ich an, das ist einfach nur so ein Trailer, den man auch online anschauen kann auf YouTube oder so, ne? So, hier muss man ein paar Gegenstände hinliefern, das ist relativ easy gewesen, dass wir eine Event gewesen. Sie läuft nur noch 3 Tage lang fast. Das heißt, wir können heute in der Story weitermachen, ne? So, bin ich mal gespannt. Offscreen hat sich jetzt nicht so viel getan, ich habe ein paar Charaktere gelevelt. Aber jetzt muss ich mal langsam wieder meine Internetstufe hier erhöhen auf Level 50, aber das wird noch ein bisschen dauern. Deswegen gehen wir hier lang, ne? So. Weißt du, erinnerst du dich noch an die letzte Videokassette? Wenn du Zeit hast, kannst du mir bitte helfen, danach zu suchen. Ich gehe und suche jetzt. So, ich weiß nicht genau, worum es hier geht. Wir müssen ja Fernsehen gucken mit ihr, ne? Ich habe lange im Haus gesucht, bis ich sie schließlich am nächsten Mittag unter ihren Ladentisch gefunden habe. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Lass uns Fernsehen. Was für eine Quest.
お兄ちゃん、今日からしばらくは予定ないでしょ。Was willst du im Schilde? Machst du Let's Plays? Ich kann mich nicht erinnern. ビジョンの陰謀を暴けたのは私たちのお手柄もあるしね。審理が終わるまでは見届けるべきだし、ついでにビデオに残しとこうかなって。Wieso an zwei Tage? Das ist meine Belle. さすがバリン。大した行動力だ。ちょうどテレビエリーが特番をやってる。Warum sage ich nicht Imoto? Mir? Sie sagt auch die ganze Zeit Oni-chan. Oni-chan? Ja, genau da. Das war hier wieder Cutscene.Der Typ schon wieder. Hey. Die Luftschiffe? Anwesend, Burger. Nico, もうすぐ登場時刻だけど。まだ荷造りをしてるの。つうかニコの親分、裁判に出るだけなんだろ。にしちゃ荷物が多くねえか。分かってないわね。都市中を震撼させた大事件なのよ。ジャトヤの名を広めるまたとないチャンスじゃない。注目を浴びるんなら完璧に決めていかないと。でしょ。それだけじゃないわ。傍聴席の潜在的顧客にアピールするためにパンフレットだってたくさん吸ったのよ。ニコ、スマホが鳴ってるぞ。ノックノックの通知じゃない？あら、ありがとう。ニコ、どうしたの？なんでもないわ。あ、わかったぞ。借金の催促だったんだ。違うわよ、もう人聞きの悪いこと言わないで。借金なんかしてないわ。パエトーンと信頼できる知り合い5人以外には。前の月より増えてるぞ。ニコ、何があったの？誰からのメッセージ？あれ、おかしいぞ。本当に誰なんだ？いっぱい送ってきてるくせに全部空のメッセージ。うわー、もう我慢できないわ。Kurze Zeit später in der Videothek. 後半の争点となるでしょう。続いてはスペシャルゲストをお迎えして。パールマンは頭からつま先まで真っ黒だし、すんなり有罪になるのかなって思ってたけど、いちいち細かいことも議論しなきゃいけないし、なんだかめんどくさいことになりそうだね。ニコがずーっと頭を抱えてたわけが分かった気がするよ。タエトーン！あれ、こんにちは、プロキス先生。あれ？ニコにアンビ、どうしたの？っていうかニコ、もうこんな時間だよ。専用機に乗るならとっくに移動してなきゃダメなんじゃない？ええ、本当だったらね。でもあんたたちにどうしても相談しときたいことがあるの。出なきゃおちおち法廷にも出らんないわ。Was ist denn los? 相談って何かあったのかい、ニコ？パエトン、この前白銀重工の記憶素子を解読するために私に頼んできたわよね。ハッカーのレインにつなげてほしいって。ちょっとニコ、本当は知り合いじゃなかったとか言わないよね。罪悪感が芽生えたんだったらちょっと遅いよ。違うわよ、よりによって私のコネを疑うわけ。いくらレインが今インターネットで話題の売れっ子ハッカーだからってこの私のオファーを断るはずないわ。ただなんだかあっちの方で妙なことに巻き込まれてるみたいなの。Was soll ich nach Klatsch und Tratsch? Gossip, nur Nioi, was ist denn? Ah,
のね、ドラマじゃないのよ。視聴者気分でいられるほど気楽な展開じゃないんだから。とにかく事の経緯をまとめると、最近私含めレインと連絡先を交換してる大勢がちょくちょく空のメッセージを受信するようになったの。最初はみんな特に気にも留めてなかったわ。でもそれが2週間も続いて、おまけに当のレインはそのメッセージを送ってくる以外蒸発しちゃったみたいに消息がないの。そっからどんどん妙なことになってきて、前は何日かに1回送ってくるくらいだったけど、今朝になっても5、6回も送ってきてるんだから。確かに変だね。Perry, kannst du das mal ansehen? 君もレインが送ってきた内容を見てくれ。これらは本当にただの空メッセージだろうか。かしこまりました、マスター。マスター、分析の結果、これらのメッセージには確実にいかなる内容も含まれていません。ですが、位置情報は暗号化されていないようです。解析の結果、送信場所は新エリート市内のバレーツインズという建築物付近です。ちょっとタンマ、バレーツインズですって？Ja, all die, sind da all die Mates? Prokis-sensei wa toshidensetsu no tagui ni kyoumi ga nai yo ne. Ballet Twins というのはとあるツインタワーの名前なの。最近そこで心霊現象が起こると話題になってて、噂によると。ストップアンビ、そこまでよ。とにかく事実として言えるのは、あの2頭はもう何年も前からフォローに飲み込まれてるってことだけ。レインがあそこからメッセージを送ってるだなんて考えられないわ。あんたたち2人が特別なだけで、普通はフォローの中と外部とは一切通信できないはずだもの。あの有能なフェアリーが言うんだから間違いないはずだよね。ねえお兄ちゃん、ニコも随分参っちゃってるし、私たちだってレインの助けがいるよね。いっそ直接バレーツインズを調べに行ってみない？Bin ich mit einverstanden。賛成だ。レインのメッセージはきっと心霊現象なんかじゃない。ニコ、私たちがレインを探してくるよ。フォローに入るかもしれないし、アンビーたちを借りてもいい？もちろんよ。別に後半にいなきゃいけないってわけじゃないから。アウチ。あ、そうそう。顔が分かってた方が何かといいでしょ。これを持ってって。Foto einer jungen Frau. Es ist ein Foto von Nicole, das ein Porträt der Hackerin Rain zu sein scheint. Dieses Mädchen sieht irgendwie bekannt aus. Du hast sie mit Sicherheit schon mal gesehen. Ja. Kann ich zoomen oder irgendwie so? Sieht definitiv aus, könnte sie spielbar sein. Sie ist unsere Stammkundin. What? あんたがそれ言う？パエトーンがビデオ屋をやってんのも大概よ。とにかく、レインのことは任せたわよ。私はこれから治安局に行って専用機に乗るから、お先に失礼するわ。プロキス先生、今からビリーとネコマタを連れてくるわ。バレーツインズの近くで合流します。Ich spiele mal die drei. Okay, los geht's. So. Ja, dann mach rein da. Oh, jetzt bei Kapitel 3. Ich weiß schon, ich wollte auch da rein. So, Eis und Dieter, Level 34. Oh Mann. Aber die sind alle vorgegeben. Okay. Ja, meinetwegen. So, Cutscene direkt. バレーツインズっての大河の炎の中。そのハッカー、マジであそこから連絡を。お、見ろよ、炎の上。あ、バレーツインズの屋上だ。なるほど、強制フォローが縮んだと聞くし、それで最上部だけはみ出したんだね。
Das hätte Billy zwei Schwänze gehabt. Okay, mein Controller ist am Vibrieren. Aber wir sind schon da. Ja, hier sind definitiv die ganzen Mates. Ich glaube, die haben alle irgendwie so ein Gruselthema, ne? Also muss ich aufpassen, wo ich hingehe, ja. Aber ein Gegner. So. Okay, wenn der Gegner nur da ist, dann ist okay. Ich kämpfe nur, wenn ich das machen muss. Das Zeichen sieht irgendwie anders aus von denen. Hier, wenn ich hier hingehe, gar nichts. Das war ja, nehmen wir das. Nee, da ist nichts. So, ich kann aber nur da lang. Ne? Hm. Das ist irgendwie lustig. Hm. Ich weiß nicht, ob hinter denen irgendwas ist. Nee. Kann sein, dass da oben und da unten vielleicht noch was ist, ne? Aber da muss ich dann auf Screen nachschauen noch mal, ne? Ups. Okay. Hey. Was ist das? Sag dann, hältst dich, dass die Entfernung nicht funktioniert. Okay. Aktivieren. Jetzt bin ich ein bisschen hier auf dem
Schlauch, wo ich noch war und wo nicht. Ja, da war ich 5000, okay. Ja. Ich weiß nicht, wo ich schon war und wo nicht. Also noch eine. Das ist nur so, ja, ne? Ja. Ah, jetzt kann ich zwei Felder gucken, ausgezeichnet. Dann will ich auch noch mal jetzt zurückgehen und gucken, was hier noch alles ist, weil ich glaube, ich bin hier nicht lang gegangen. Also hier war gerade irgendwo was, ne? Ist da irgendwas? Ne. Wenn nicht, da muss ich ja noch mal reingehen, ne? Kann man ja machen. Warum ist das hier immer noch unerkundet? So. Hab dabei wieder. Mich natürlich, ist klar. Welche beide auf einmal da? Darum ist auch einer gewesen. Ja, versuchen wir mal so. Treffe ich da beide. Kämpfen. Ne? Dann gucken wir uns hier nochmal um. Oh Gott, da wird bestimmt irgendwann eine Höhle sein, ja, in Höhle 0. Eine nicht beleuchtete. Okay, ich glaube schon alles. Ne? Dadurch muss ich bekämpfen, glaube ich, um noch vorbeizukommen. Also kommen wir auch ein Stück. So. Finden wir neue Gegner oder so? Da, wo seid ihr? Oh ja, das sind neue Gegner. Ich habe schon nie gesehen. Ah. Ah. Ja, wenn er schießt, werden seine Knarren rot. Hm. Ja, dann kühlen die wieder ab, ne? Na, guck mal. Ist mir aufs Kühlen irgendwann mal aufgefallen. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Das ist wie ein Shinra-Gebäude in Final Fantasy 7. Jawohl. Hier noch kleinere Marien sich aufgeteilt. Ich meine, ich könnte auch im Pro-Modus ausschalten, dann könnte ich mit meinen Charakteren reingehen, ne, aber überlassen wir mal hier die, lassen wir mal hier so, ne, damit die Herausforderung noch bleibt, ne. Die ganzen anderen nehmen Quest und alle hier mit meinen Level die Level. Die sind nicht so einfach. Ich bin schon froh, wenn jemand einfaches hier da ist. Da kommt denn ja noch. Ein Stück. Au. Au. Wer bist du eigentlich? Machst du irgendwas? Jetzt nicht mehr. Da. Alles klar. So, ein bisschen Heilung, wenn es geht. Oder so ein Licht wieder. Ja, perfekt. Da habe ich Heilung. Oh Gott, wenn da schon
voller Heilung ist, dann kommt da bestimmt hier schon der Boss oder so. Ah, nee, da hinten. Okay, ich wollte schon sagen. Weil so ein Ding, das heilt er normalerweise mal ganz voll. Deswegen war ich ein bisschen, weil nicht besorgt. Also. Ja. Okay, na, nein. So, mir fehlt nur ein so ein goldenes Ding. Hm. Gott. Aus dem Weg. Da war nicht die, wo ich hin muss, oder? Oh Gott. Hallo? Okay. Ich bin zurück nach oben gegangen, aber mir ging das nicht zurück. Ah. Ah, das letzte. Und da ist schon das Ding. War nicht ganz am Anfang aus, oder war ich irgendwo? Haben wir irgendwie gar nicht erreicht. Haben wir ja auch noch mal Heilung. Kommt ihr vom Boss jetzt? Ein so ein wöchentlicher Boss fehlt mir noch, den ich noch nicht freischalte. Aber er sieht irgendwie aus. Die Umrisse von dem Boss sahen irgendwie so aus, als wären halt hier diese. Dieses eine Viech, was wir in Höhle 0 mal gesehen haben, das so aussieht wie Walpurgisnacht aus Madoka Magica. Dieses riesige fliegende Ding, was wir mal gesehen haben, ganz am Anfang, im fünften oder vierten Part. Aber ich glaube, da muss ich in Höhle 0 irgendwie weiterspielen, weil da taucht das Viech irgendwie auf. ずっと視線を感じる。俺も、なんか入った瞬間からゾワッときたんだよな。足元をしょっちゅう何かがすり抜けてく気がする。あ、それは私の尻尾だ。ああ、なんだ。ななてんちょう。前にフォローでさ、周りの状況を一遍に探知してくれたことあったろ。あれもう一回やってくんね。 Das ist im Moment einfach schwierig. Immer, wir werden uns doch nicht so viele Heilung geben, wenn wir ja nicht kämpfen, oder? Nein. Ah, ich will den Ding einsetzen. Ja. Das ist ja neben ohne Verstärkung ein. Die Früchte geht immer schon vorher, bevor ich ihre Links einsetzen kann. Zu anleiten. Erste, komm, erste, komm, erste. Hallo, ich bin na. Da wurde er noch getroffen, weil er nicht auf dem Weg gewesen ist. Die Charaktere können noch getroffen werden, wenn die sich auf dem Feld noch befinden und der Gegner die angreift. Was ein bisschen krass ist. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist, wenn man hier einen perfekten Block macht. Glaube ich. Ich geh mal zurück. Ich geh weiter zurück. Mittlerweile weiß ich, ich muss früh genug ausweichen. Na. Besser. Halt. Ambi,
Oh Gott. Wo ist denn sein Oberkörper so weit? Oh Mann, warum ist man immer so am Bloggen? Am Laggen. Ja, ich glaube, ich weiß, wer da kommt. Dafür kenne ich. Okay, gleich nicht. Ich bin zwar kein Furry, aber das ist der Titel, den ich schon so oft gesehen habe auf YouTube von Leuten. Ja, das kennen wir. で、皆様、ここは立ち入り禁止につき即刻行ったはずです。武器の手入れと床磨きは日々欠かさずと。すみません。エレン、勤務中ですよ。姿勢よく。はいはい。コリンちゃん。 面識が。はい、そうなんです。フォローで迷子になっていたカリンを助けてくれた方々なんです。なるほど。リナ、もういいでしょう。はい。いつの間に。鋭い子ですわ。一時は暴れてしまうから。顔見知りなのでしたら手間が省けます。 申し遅れました。私ども、ミクトリア家政です。いや、だ、unterteil ist ein bisschen im Weg。聞いたことのない名前ね。ちょっとアンビー。正直、私もカリンちゃんと会うまで知らなかったけど、言い方ってのがあるでしょう。まあ、やっぱりディカクテリア。ですが、お気遣いは不要ですわ。 私たちは新エリートにおける少数の止める方々にお使いしているんですもの。世間一般に知られていないのは道理ですわね。私たちが貧乏だって言いたいの？まあ反論できないけど。皆様、どうか従業員の出現をお許しください。ビクトリア家政の執行責任者フォンライカンが 代わってお詫び申し上げます。私どもは本日バレーツインズのオーナー様のご指示で設備のメンテナンスに参りました。バレーツインズのオーナー？でもこのビルを建てたバレー兄弟ってもうとっくに破産してるはずじゃ。さようでございます。おっしゃる通り、このバレーツインズは長きにわたり抵当に入れられておりましたが、 しかも、当館のフォローの活性低下に乗じて強制フォローの鎮圧を図っています。それが実った暁にはビルの価値が向上すると踏み、ご主人様は手付金を振り込まれました。フォローの中にある建物に投資するなんて、さすがお金持ち、発想が大胆。まあ、そのおかげでまたこうやってカリンちゃんと会えたんだけど。 Ich muss ihn freischalten, damit ich mir Freundschaft schließen kann. エレンスマスマ。すみません、お役に立ちそうなものは。じゃなくて、エレンさん、どういうことですか？つまり、お客様方は調査員ではないということですわ。 皆様は調査員
カリン以外はとっくに感づいていたようだ。僕たちは身分を偽っていると。その、ように警戒なさらずとも、ビクトリア家政が席を追うのは雇い主様のことに関してのみです。フォローでご活躍されている非公式の方々に比例を働くつもりは毛頭ございません。ましてや、あなた方はカリンのご恩人、胸の内を明かしてくださるのなら、 Abgesehen von Rains wahrer Identität als Zecker, erklärst du von den anderen, warum du zu den Ballettschulen gekommen bist. あなた様が彼の伝説のプロ棋士パエトーンだったとは。ここへは失踪されたご友人を探にいらしたのですね。ライカンさん、仕事の最中にそれらしい人を見かけなかったかい？早速お役に立ちたいところなのですが、当局に配布されたキャロットのデータが古く、私どももまだ島内の状況を把握しきれておりません。 Ich als kleine Schwester, ich rede mit den hübschen Wolfbannen, auf denen jeder Schaf ist. ぶしつけながら提案を許しいただきたいのですが。いや、プロ棋士様、フェノアインゲビーターティヒェンニッチエルクンデンカン、シュティムティアネ、アナタ様は人探しをしており、私どもはフォローのデータが古いために難儀しております。ここは互いに力を合わせましょう。ナプラシンピーホイ、クラーカンボブレム、ノイカラクテラロ。 それではお言葉に甘えよう。恐れ入ります。あなた様のご協力があれば、ビクトリア家政も順調に業務を遂行できることでしょう。ましてや伝説のプロ棋士パイトーンの名声は万人が知るところです。ご縁を紡げたとあれば、主人様もきっとお喜びになります。しかしながら、まずはご友人方をお見送りされるのでしょうか。では、 Aber ist das Gebäude nicht auch eine Höhle? Also, das professionelle Team steht dir zu Diensten. Boah. Alles klar. So, wir haben alles abgestaubt, glaube ich. Nein. Gut. Weißt du, bist du ja wieder. Wie ist es gelaufen? Sind die anderen Kandidaten auf dem Weg zum Luftschiff? Sobald die Höhle verlassen haben, werden sie schnellstmöglich herkommen. Alles klar. Aber das wird echt knapp. Das Schiff auf dem Weg des Gerichtshofs bei den Ballettschulen vorbeikommen. Alles klar, das wird echt knapp. Das Schiff wird auf dem Weg zum Gerichtshof bei den Ballettschulen vorbeikommen. So, schade, dass Billy und die anderen da nicht reinsteigen können. Nicole ist wirklich unglaublich. Fast hätten wir Rain heute gar nicht getroffen, aber zum Glück lief uns jemand von Victoria Housekeeping Corporation über den Weg. Ist echt aufgeregt, was? Ach, das hast du bemerkt? Fay hat gerade nachgeschaut und die Preise von Victoria Housekeeping Corp sind echt verrückt teuer. Indem wir mit ihnen zusammenarbeiten, haben wir die Chance, einen Einblick in die Premium-Dienste der Reichen zu bekommen. Sie sehen nicht nur professionell aus, sondern sind auch sehr stark. Super, dann musst du die Gebäude. Musst du dir im Gebäude keine Sorgen mehr machen, weiß. Nein, nein, gar nicht. Stimmt, das weiß, aber mein Ernst, wenn wir die Beziehung der Victoria Housekeeping Corp ordentlich pflegen, sollte uns das Zugriff auf mehr Informationen verschaffen. Weißt, bevor du in die Höhle gehst, bitte geh zu den Ballettschwänzen und grüße sie offiziell. Erst muss sowieso überprüft werden, da können wir sie gleich erledigen. Können wir das gleich erledigen? Vielen Dank im Voraus. Werte Boxe, hier ist Lycaon.
von Victoria Housekeeping Corps. Und zwar gesagt, dass du uns bald zur Wartung des Bangus beehrst. Victoria Housekeeping Corps wird sich nahe des versunkenen Platzes auf der anderen Seite vom Ballett Twins erwarten. Okay, kann ich jetzt da hin? Ah, komm mal hier. Komm, gehen wir da noch hin. Guck mal, wie das hier aussieht. Nope. So, hey. Okay. Nicht bitte. Wir hatten hier geparkt, Mr. Bean. Schauen wir uns noch mal um. Genau das wollte ich suchen. Ein paar Truhen noch. Okay. Ich wollte einfach nur gucken, ob wir überhaupt schon mal gehen können. Ne? Ich will jetzt nicht unbedingt hier weitermachen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mach ich mal noch runter. Laufen die alle herum. Hm, hier bin ich eigentlich schon fertig. Ne? Ich kann ja nichts mehr machen. Ich habe schon alle maximiert in Sachen Freundschaft. Hier haben wir eine Truhe noch. Okay, ich will Erfahrungspunkte und was weiß ich nicht alles. Und da, hey, guck mal. Ich kann nicht mit euch reden. Nein. Wahrscheinlich noch nicht, ne? So, noch eine Truhe ausgezeichnet. Jetzt wir ja noch alle Truhen einsammeln, ne? Ich nehme an. Wir müssen ja eigentlich die letzten Truhen sein, ne? Das Coin. Ah, jetzt läuft Coin ja auch überall durch die Gegend, ne? Bin schon hier. Guck mal, wie winzig sie ist. Als Ellen. Die sehe ich die ganze Zeit immer hier durch die Gegend rennen im in der Sixth Street und in Lumina und so. Aber da hat sie eine Schuluniform an. Hier sehen wir sie mal in ihr Maid-Outfit. So, sacken wir ja noch alle Dinge ein, ne? So fast alle, hoffentlich. So, und dann beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ne? Ja, hier gibt's nichts mehr, ne? Alles klar. Cool, dann haben wir auch alle Gebiete endlich mal hier freigeschaltet. Glaube ich. Also jetzt keins mehr, wenn ich mich erinnere. Gut. So, Zeit kann ich nicht mehr vorskippen, aber brauche ich auch nicht, ne? Jetzt hier los. Ich neue Mission freigeschaltet. Ich weiß nicht, warum das hier manchmal auftaucht. Das ist immer da am Blinken, aber irgendwie ist dann jemand Neues. So, dann werden wir im Part hier, ne? Aber vorher machen wir noch. Also was? Gehen wir mal runter. Weil ich habe wieder 10 Dinger angesammelt. Nämlich, weil ich hier Hole 0 gemacht habe. Da kriegst du ja immer eins pro Woche. Ich glaube, weil ich die Charaktere hochgelevelt habe, da gibt es ja auch immer auf Level 40 ein. Da habe ich ja wirklich alles. Ich habe gedacht, ich würde irgendwie eine Trophäe oder so bekommen. So, oh, du hast alle Schatztruhen gesammelt. Weil müssten ja jetzt eigentlich die letzten an sein, ne? Wenn das hier. Wenn das hier letzten. Wenn das letzte Gebiet ist, dann müssen das ja auch die letzten Truhen sein, ne? Aber anscheinend haben wir schon mal eher. Ich glaube, ich habe auch schon mal vorher ein Dings bekommen. So, Coin, Mäuschen. Bringen wir mal ein bisschen Glück. Ne? Mein Schatz, so ich habe 10 Dinger und nein, ich rede nicht von denen hier. Ich rede von denen hier. Das heißt, wir können hier da ein bisschen Gacha. Hier müssen wir noch sparen bis zum nächsten Charakter. Ich weiß ja, welcher der nächste Charakter ist, aber das ist erst in 3 Tagen. Von daher müssen wir uns erstmal hiermit begnügen. Ne? So ja, ich glaube, weil ich hier Piper hochgelevelt habe, zweimal. Ich habe die schon auf Level 40 gebracht. Da habe ich 2 Dinger bekommen, glaube ich. Und weil ich mein Level irgendwann mal auf Level 45 gebracht hat, habe ich auch 3 bekommen. Ne, ich weiß es nicht mehr. Aber ja, gucken wir mal, was wir hier bekommen, ne? Puh. Ich hätte noch gerne Coins persönliche Waffe. Oder von irgendjemand anderem eine persönliche Waffe, ne? Aber 5 Sterne Charakter würde ich auch gerne nehmen, aber gucken wir mal, was hier jetzt passiert, ne? So, 40 sind noch übrig, deswegen, ne? So, nur ein A-Rang, boah, Leute. Ah. Schon wieder nur ein A, schon wieder sehr traurig. Nur was oder wen? Irgendwie sollen da irgendwie auch, wenn der durch die Lyrics, wenn die Musik irgendwie sich ändert, dann kommen irgendwie so Lyrics. Je nachdem, wer da singt, ist dann irgendwie ein Hinweis, was man bekommt oder so. Ja, jetzt müsste eigentlich der letzte sein. Ne? Was bekommen wir?
Direkt schon wieder. Ich hab's ja letztens schon bekommen. Na gut. Oh, nee, da war der vorletzte. Hab ich ja letztens schon bekommen, boah, Leute. Okay, ja, warum nicht, ne? Ich will sie sowieso benutzen auf lange Zeit. Und ich habe ja schon alle 4 Sterne Charaktere, ne? Und da ist das eigentlich egal. So. So, die einzige Person, die wir noch nicht in der Gacha bekommen haben, ist Lucy. Die habe ich mir ja letztes Mal so geholt. So, Verleihpappe mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% Einstapelung Antrieb. Und sie während des Spiels sagen, ist wir haben, ne? Also ähnlich wie bei Sokako, glaube ich. Ne? Boom. Ausgezeichnet. Gut, warum nicht? Ne? Wir sammeln mal hier die 4 Sterne Charaktere hoch. Ich kann hier, richten. Ah, wen haben wir ja alles hier schon alles hochgelegt. Coin habe ich mal irgendwie auf Level 48 gemacht, ne? Weil ich halt gewusst habe, wir spielen als nächstes sie, aber wir bekommen sie auch vorgeschrieben. Das heißt, ich tue die eigentlich auch vollkommen umsonst hochleveln, ne? So, Coin hat schon einen, sie hat schon 2, sie hat schon 3. 1, 1, 1. Das ist eigentlich nicht schlecht mit der. Anton hat auch schon 2. Also, ich weiß nicht, wie die heißen, Cinemas hier, also das sagt sozusagen, wie oft die Charaktere schon doppelt bekommen habe. Na gut, dann das ist alles für heute, was ich eigentlich aufnehmen wollte. Ich wollte eigentlich nur in der Story ein bisschen weitermachen, ne? Und beim nächsten Mal gehen wir dann weiter und schauen, was hier so abgeht, ne? In dieser kleinen Story mit den mit der Victoria Housemates Corporation, ne? Company Corporation, komm. Würde sowohl als auch bedeuten, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, um den Kanal weiterzuhelfen, weil ja, es tut wohl deutlich weiterhelfen, wenn man ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlässt. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es ja weitergeht. Ciao.